Normalerweise hat jeder in seiner Heimwerkerbude einen Schraubstock. Man findet sie super günstig auf Kleinanzeigen, auf dem Flohmarkt oder, wenn man nicht schon einen hat. Das ist eigentlich sowas wie eine dritte Hand. Aber irgendwie habt ihr so einen Schraubstock bei mir in der Werkstatt fast noch nie gesehen. Sag mal so, es ist nicht das Problem, dass ich keinen Schraubstock habe. Das ist es auf keinen Fall. Fast hätte ich einen vergessen. Hier seht ihr drei Schraubstöcke und ich habe eigentlich ein Problem mit jedem Schraubstock. Sie sind immer im Weg. Das Problem werden wir heute lösen. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Grundkonstruktion ist jetzt schon mal fertig. Wir haben einen Schraubstock mobil auf einem stabilen Rollbock. Später kommen hier unten noch Gewichte rein. Das muss ich aber erst noch machen. Wir haben das Ganze auf Rollen, damit wir es schön flexibel durch die Werkstatt schieben können. Wir haben hier ein massives Gestell und ich habe das Ganze so ausgerichtet, damit es uns nicht rumkippt. Später, wenn die Gewichte drauf sind, dann wird das Ganze noch schlechter passieren können. Aber jetzt ist es schon mal so, dass wenn ich hier fest drauf drücke, das Ganze nicht rumkippen kann. Jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ein Stück Holz oder was auch immer hier einfach festzuspannen und können das bearbeiten. Was wir noch nicht können, wir können es noch nicht losspannen, denn hier vorne fehlt ein Bauteil, das müssen wir uns jetzt erst nachstellen. Das verhindert halt eben, dass das Ganze losgespannt werden kann. Außerdem habe ich noch keinen Platz für einen Hammer, den ich hier reinhängen möchte und das kommt jetzt. Und außerdem ist dieser Schraubstock hier noch nicht schön, deswegen machen wir den jetzt schön und auch die ganzen anderen Sachen. Please don't tell me that.
Der Schraubstock ist endlich fertig und ich bin super, super happy mit dem Ergebnis. Ich zeig's dir mal. Ich finde, das coolste Feature ist auf jeden Fall, dass man diesen Schraubstock jetzt zur Arbeit rollen kann. Normalerweise war es in meinem Fall immer der Schraubstock an der falschen Stelle und aus dem Grund habe ich ihn halt auch eben nicht benutzt. Das Ding ist ja rollbar und aus dem Grund muss man ein bisschen schauen, dass das Teil auch trotzdem stabil ist, denn es ist ja ein Schraubstock. Und aus dem Grund habe ich hier vier große 125 mm Bremsrollen dran gemacht, damit ich das Ding einfach auf vier Rollen bremsen kann und es halt nicht durch die Werkstatt schiebe, wenn ich es halt eben benutze. Super wichtig ist natürlich auch, dass dieses komplette Setup so ein bisschen schwer ist, damit man es nicht einfach bei Stemmarbeiten durch die Werkstatt klopft. Und aus dem Grund habe ich hier unten drei große Gewichte. Die sind wirklich schwer und ich schätze, dass dieses komplette Teil um die 100 Kilo wiegt. Eine coole Arbeit ist es jetzt auf jeden Fall, wenn man ein Stück Holz ausstemmen muss oder an dem Holz irgendwie was anpassen muss. Dann kann man das Teil einfach super einspannen. Ich hatte so eine Möglichkeit bis jetzt noch nicht. Und das hier kann ich auf jeden Fall richtig stabil festspannen. Ihr seht ja, ich habe da jetzt schon ordentlich Zug drauf gegeben, von daher ist das okay. Das Holz knackst ja auch schon. Es ist immer ein bisschen schwierig zu demonstrieren, wie stabil sowas ist. Aber wenn das hier schon funktioniert, wird es für die meisten normalen Arbeiten auf jeden Fall vollkommen okay sein. Die großen Vorteile sind natürlich darin, dass man die Arbeit schön in einer passenden Höhe festspannen kann. Und dann kann man hier zum Beispiel etwas ausstemmen, ohne dass sich hier irgendwas bewegt. Bei so manchem Schmied habe ich schon hier so mehrere Rohre gesehen, in denen er dann seine Hammer reinhängt. Und auch hier habe ich das so gewählt, dass ich hier immer so ein paar überschüssige Hammer in Anführungszeichen einfach mal reinhängen kann. Hier zum Beispiel der Kupferhammer, der ist für manche schonendere Schlagarbeiten echt praktisch. Und hier kann auf jeden Fall gut benutzt werden. Hier ist ja noch eine Schlagfläche und das ist auch super praktisch, denn hier habe ich eine sehr, sehr stabile Oberfläche, wo ich etwas aufschlagen kann. Und ich habe es so gestaltet, dass dann quasi hier die Kraft erstmal auf das Gestell geleitet wird und dann ist hier ein senkrechter Posten, der das dann unten auf die Rollbahn quasi ableitet. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie ein Werkzeug für einen selbst am besten funktioniert. Bei mir war halt immer das größte Kriterium oder das größte Problem, dass ich den Schraubstock immer irgendwo festgespannt hatte und habe ihn dann aber nicht benutzt. Und so kann ich einfach das komplette Ding als eine Einheit zu meiner Arbeit dann quasi rollen und auch dann benutzen. Du möchtest weiterhin solche coolen Projekte sehen, da würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Nimm auch unbedingt unten an dem Gewinnspiel dran teil, denn es gibt eine Dose Finish zu gewinnen. Wie das funktioniert, siehst du unten dann in den Kommentaren. Hier findest du jetzt noch zwei weitere coole Videos. Da baue ich einmal einen wirklich coolen Schiebeschlitten und einmal spreche ich mal so das Thema Werkbank an, was vielleicht für dich die optimale Werkbank ist. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Bis zum nächsten Video.